Willkommen, liebe Wettfreunde, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Top Wettscheine made by Wettscheine.net, der Seite im Internet, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. Ich denke, diese Frage stellen sich im Moment viele Sportwetter. Was ist aktuell denn noch überhaupt seriös wettbar? Wir haben vor einigen Wochen, als das mit der Corona-Krise begann, schon mal eine Liste gemacht, was wir denn noch aktuell tippen und was ja, aus unserer Sicht überhaupt vertretbar ist, was man anspielen kann. Das werden wir euch zeigen in diesem Video. Und worauf wir auch noch eingehen werden, ist der App-Start. Denn unsere App ist jetzt auf dem Markt und da haben wir gleich ein tolles Willkommensangebot für euch. Denn ihr könnt die App und die dort drin enthaltenen Wettpakete quasi eine Woche kostenlos testen für die ersten 20 Nutzer, die sich dann dort in so ein Paket einbuchen. Dazu gleich mehr. Ich hoffe, ihr bleibt dran und viel Spaß beim Video. Es ist ja so, dass die aktuelle Lage auch bezüglich Coronavirus immer noch sehr dynamisch ist und diese Liste, die wir euch jetzt hier heute bieten, quasi auch nur der Stand von heute ist. Das kann morgen schon wieder anders aussehen. Allerdings ist diese Liste jetzt in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen doch dann recht konstant. Und dann schauen wir einfach mal, was man denn noch aktuell seriös wetten kann und was wir auch aktuell wetten. Das ist im Bereich Fußball die erste Liga aus Weißrussland. Unter der Woche jetzt ist der Pokal aus Weißrussland dabei. Es empfiehlt sich, dran zu bleiben, denn am Ende des Videos werden wir auch noch kostenlos für euch die zwei Pokalpartien aus Weißrussland analysieren. Die erste Liga in Nicaragua, die nennt sich Clausura. Die Liga in Nicaragua ist so aufgebaut, dass quasi in einem Jahr zwei Saisons gespielt werden, eine Winter- und eine Sommersaison. Und jetzt befindet man sich gerade quasi in der Sommersaison und die heißt eben Clausura. Die erste Liga in Burundi ist tippbar und auf diese drei Ligen Weißrussland, Nicaragua, Burundi tippen wir eigentlich regelmäßig, auch mit recht gutem Erfolg. Dort gibt es Statistiken zu den Ligen, dort kann man sich auch ein bisschen einlesen. Das ist noch alles im Bereich, wo wir noch nicht ganz exotisch tippen müssen. Die kursiv geschriebenen Ligen hier, erste Liga Tadschikistan, die Liga geht jetzt quasi erst an den Start und dort haben wir noch nicht drauf gesetzt. Wir werden uns die Liga mal anschauen, werden sie mal analysieren und werden dann für euch da auch vernünftige Tipps sicherlich finden können. Was aktuell auch noch läuft, sind Freundschaftsspiele in Schweden. Das sind aber meistens Amateurspiele in tieferen Ligen und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wir hatten auch in unser Wettpaket mal ein, zwei Tipps aus Schweden von den Freundschaftsspielen, aber die waren dann auch recht gut analysiert und somit ziemlich sicher. Ansonsten ist es sehr schwer, über die Vereine, die dann dort involviert sind, überhaupt Daten zu finden. Das ist auch dann meine Bitte an euch, falls ihr da selber mal drauf setzen möchtet, das vorher gut für euch quasi zu analysieren, ob das überhaupt Sinn macht. Freundschaftsspiel ist immer so eine Sache, von der wir eigentlich generell die Finger lassen. Im Basketballbereich spielt noch die Liga in Taiwan. Dort gibt es ein paar ganz interessante Paarungen dann auch, auf die man dann auch mal setzen kann. Die hatten wir auch im Wettpaket mit drin. Und natürlich der E-Sports-Bereich ist quasi gar nicht, beziehungsweise nur ein bisschen eingeschränkt von der Corona-Krise. Die Spiele finden jetzt nicht mehr in den großen Hallen statt, so wie man sie aus dem Fernsehen kennt, sondern quasi ja, in häuslicher Quarantäne. Aber dort gehen die Profiligen wie gehabt weiter. Das ist im Bereich Counter-Strike, League of Legends und Dota. Und dort haben wir jetzt vermehrt auf Counter-Strike, vor allen Dingen auf die Pro-League gesetzt. Und Counter-Strike gliedert sich da noch in diverse Unterligen auf, wo wir auch ab und an mal einen Pick draus haben. Aber wenn wir im Bereich E-Sports aktiv sind, ist das meistens eben in dieser Pro-League.
und ganz vereinzelt Tipps von League of Legends. Einen haben wir, glaube ich, mal von Dota dabei. Im FIFA-Bereich, da komme ich auch gleich nochmal zu, ist aktuell ja sehr viel los. Das ist auch schon fast der Hilflosigkeit der Wettanbieter geschuldet, dass man da auf zahlreiche E-Sport-Spiele setzen kann, was unserer Meinung nach aber wenig Sinn macht. Deswegen auf der rechten Seite Finger weg von zum Beispiel der weißrussischen Reserveliga. Da werden nur 70 Minuten, beträgt da nur die Spielzeit. Man findet wenig Daten dazu. Da soll es schon sehr gut analysiert sein, wenn man auf ein Spiel aus dieser Liga tippt. Deswegen lassen wir eher die Finger weg von dieser Liga. Dazu zählt auch Nicaragua, die Jugendliga U20. Auch da ist es natürlich gerade im Jugendbereich, sprich Wetten und Manipulation, ist natürlich da auch die Schwelle niedriger. Tadschikistan, U21-Liga, all diese Ligen werden angeboten von den Buchmachern, die werden auch beworben, weil es eben halt nichts mehr gibt. Aber wir als Sportwetter müssen schon sehr vorsichtig sein, auf was es sich überhaupt denn noch lohnt, seriös zu wetten. Und diese Ligen lassen wir eigentlich grundsätzlich außen vor. Das Gleiche gilt auch für sämtliche Tennis-, Eishockey- und Tischtennisbewerbe, die zurzeit stattfinden. Im Eishockey-Bereich haben wir noch in der weißrussischen Liga die letzten Tage gesetzt. Da ist die Liga jetzt auch beendet. Und diese drei Sportarten werden quasi durchgehend weiter in Osteuropa gespielt. Aber was sind das für Ligen? Das frage ich mich. Das sind mal irgendwelche Masters, gerade im Bereich Tischtennis, Tennis. Da spielen, sage ich mal, nicht mal Halbprofis gegeneinander. Das Ganze kann man live sehen auf den verschiedenen Wettportalen, aber das ist natürlich, das hat nichts mehr mit professionellen Sportwetten zu tun. Wer sich da irgendwie auskennt, wer vielleicht aus Osteuropa kennt und irgendwie einen Enkel dabei hat, der spielt, meinetwegen, aber ansonsten davon eher die Finger lassen. Und was auch auffällt, diesen ganzen aus dem Boden gestampften E-Sports, Formel 1, jetzt gibt es auch Darts quasi, da spielen die Darts-Profis von zu Hause, das Ganze wird irgendwie übertragen. Das ist kaum vorhersehbar, dort haben die Favoriten auch schon ordentlich Federn gelassen. Oder diese Bundesliga-Home-Challenge, na klar macht es Spaß auch mal darauf zu setzen, aber das hat dann doch eher mit Zocken zu tun und nicht mit professionellen Sportwetten. Deswegen links seht ihr das, was wir aktuell noch wetten, was wir auch analysiert haben, wo wir uns hier mittlerweile in den Ligen ganz gut auskennen. Rechts eher weniger Finger weg. So, jetzt kommen wir zur App. Und zwar ist unsere Smartphone-App seit gestern quasi im Google Play Store verfügbar, jetzt aktuell für die Android-Nutzer, kostenlos zum Download. Ich lege euch gleich noch den Link. Es ist eine super App geworden, tolles Design. Ihr als unsere Kunden kriegt dann alle Tipps aufs Handy, ihr verpasst keinen Tipp mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese App mal runterzuladen. Hier habe ich den Link eingefügt. Da kommt ihr dann quasi direkt in den Google Play Store und könnt euch die neue Wettschein Service App runterladen. Und stöbert mal ein bisschen darin rum. Dort haben wir die ganzen verschiedenen Pakete quasi aufgereiht und ihr könnt sie dann auch buchen. Zum Angebot komme ich gleich noch. Ich möchte noch mal eben sagen, dass wir auch natürlich an die Apple-Nutzer denken, aber bei Apple dauert es immer ein bisschen länger, bis Apple halt so eine App dann freigibt im Apple Store. Und da dauert es noch ein bisschen und wenn ihr den Launch nicht verpassen wollt, dann bitte auf die wettscheine.net-Seite gehen. Ihr kriegt dann Pop-up, wo ihr eure E-Mail-Adresse eintragen könnt. Klickt auf Anmelden und dann seid ihr im Verteiler drin und seid dann auch die Ersten, die diese App als Apple-Nutzer dann nutzen können. Das ist jetzt unser Angebot. Die Angebotsseite seht ihr hier oben. Die kann man noch nicht auf der normalen Wettscheine.net-Seite erreichen. Aber wenn ihr oben diesen Link quasi eingibt in eurem Browser, kommt ihr zu dieser no neuen Übersicht über unsere Wettpakete und auch über die Konditionen. Wenn ihr die Android-Nutzer seid und die App runterladet, dann meldet ihr euch mit eurem Google-Konto dort an. Und kommt dann über die verschiedenen Pakete dann auch auf diese Seite, wo ihr quasi ein Paket buchen könnt oder einfach mal kostenlos das Daily's Best nutzen, testen könnt.
Oder, und das ist jetzt unser Eröffnungsangebot, dann die ersten 20 Nutzer, welche hier Pakete buchen, erhalten die ersten 7 Tage kostenlos und können während dieser Zeit jederzeit das Paket kostenfrei per Mail an uns kündigen. Spätestens sollte diese Mail am 6. Testtag eingehen. Also ihr könnt zum Beispiel das Safety-Paket buchen, Live-Wetten-Tipps buchen. Im US-Sport gibt es aktuell nichts, deswegen lohnt es sich da nicht, das Paket zu buchen. Solltet ihr es trotzdem tun, werdet ihr sicher das Geld dann zurückbekommen oder eben in dieser kostenlosen Testphase zahlt ihr ja eh nichts. Also das ist quasi für uns eine faire Testphase für neue Interessenten. Das freut uns auch, wenn ihr diese App erstmal rege nutzt und testet. Es gibt dort auch einen Chatbereich. Schreibt uns da mal rein, was euch stört, was euch gefällt. Das ist sicherlich eine ganz neu konzipierte App für diesen Wettbereich, wo sich dann Sportwetter auch untereinander austauschen können. Jetzt kommen wir noch zu den 2 Tipps, die ich analysiert habe. Pokalhalbfinale in Weißrussland, das sind Hinspiele. Und bei Hinspielen muss man immer sagen, das ist dann doch eher ein taktisches Geplänkel. Deswegen geben wir hier bei dem Spiel Mosir gegen Bate Borisov auf Untertore, aber hier auf weniger als 3,5 Tore und auf weniger als 4,5 Tore. Und ich kann mir schon gut vorstellen, Bate ist ja sehr schlecht in die Saison gestartet und spielt hier auch auswärts gegen Mosir. Die sind schon besser in die Saison gestartet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier ein sehr enges Spiel werden wird und es könnte auch ein Unentschieden geben, wer die Quote, die hohe Quote anspielen will, gerne mit einem kleinen Betrag. Ansonsten kann ich hier auch mal das Handicap 2-0 Slavia Mosir empfehlen. Dort könnte dann die Heimmannschaft sogar mit einem Torunterschied verlieren. Aber generell bei diesem Spiel taktisch geprägt, wirklich enges Spiel, Tendenz schwierig auszumachen. Ich glaube, dass nicht viele Tore fallen werden. Das 2. Pokalspiel, Mittwoch, morgen Abend um 18.30 Uhr, Dynamo Brest gegen Shakhtar Soligorsk. Und das ist schon, würde ich sagen, etwas höherklassiges Spiel für diese weißrussische Liga, denn da trifft der Meister quasi auf eine Mannschaft, die auch immer weit oben zu finden ist mit Soligorsk. Aber aktuell dümpeln beide, was die Liga betrifft, auch eher so im Tabellenmittelfeld rum, sind beide schlecht gestartet. Und deswegen kann ich mir auch hier ein taktisch geprägtes Spiel vorstellen, wo die Tendenz sehr schwierig auszumachen ist. Wenn ich die Tendenz nehmen müsste, würde ich eher noch doppelte Chance 1x sagen, alleine wegen des Heimvorteils von Dynamo Brest. Ansonsten riskiere ich auch mal hier den Unentschieden-Tipp und weniger als 2,5 Tore. Zumindest weniger als 3,5 Tore, womit wir uns da im Safety-Bereich befinden. Die Quoten kommen von bet365. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, ihr habt jetzt viele neue Infos bekommen, was man aktuell noch setzen kann, was wir setzen und natürlich mit unserem App-Start, mit dem Eröffnungsangebot. Ladet euch fleißig als Android-Nutzer schon mal die App runter, testet sie. Dort können wir dann, sehen wir uns dann in der App wieder und können dort auch im Chat miteinander kommunizieren. Also, nächste Video kommt quasi am Freitag dann nochmal mit ein paar mehr Analysen von Fußballspielen. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche und ciao.